Die offizielle Pressevorführung von Spider-Man No Way Home war bereits. Und das verworrene Netz der sozialen Medien ist bereits voll von Spoilern, die die Fans aufschreien lassen. Spider-Man No More! Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass die ersten Kritiken zu Tom Hollands drittem Soloauftritt als kultiger Spinnenmann einen Präzedenzfall für die Reaktionen auf den am sehnlichsten erwarteten Film des Jahres schaffen könnten. Nach den endlosen Gerüchten, Theorien und Netzschüssen ins Dunkle, wie sich Peter Parkers Dimensionssprung-Abenteuer auf das MCU auswirken wird, haben die Kritiker ihr endgültiges Urteil über den Abschluss der Spider-Man-Home-Trilogie abgegeben. Wie wir alle gehofft haben, ist es genug, um unsere Sinne, ob Spinne oder nicht, ordentlich zum Kribbeln zu bringen. Obwohl Rotten Tomatoes zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos erst etwas mehr als 60 Kritiken für den Film gesammelt hat, ist das genug strahlender Konsens, um No Way Home bei 98% zu sehen. Wenn das Ranking so bleibt, wird es der am besten bewertete Film in Hollands Amtszeit als Wallcrawler sein, der mit 92% die Führung vor Spider-Man Homecoming und deutlich vor der letzten Fortsetzung Spider-Man Far From Home mit 90% übernimmt. Was hebt No Way Home also von seinen Vorgängern ab? Nun, wie die kryptischen Bewertungen einiger Kritiker vermuten lassen, ist es die Tatsache, dass er der Vergangenheit Respekt zollt und gleichzeitig den Weg für die Zukunft ebnet. The Daily Beast beschrieb No Way Home als Zitat das Beste, was das MCU bisher zustande gebracht hat. Während Deadline schrieb, er tut das, was die besten Filme immer tun. Sie begeistern und bewegen dich und bringen dich dazu, in einem überfüllten Kino zu jubeln. Das ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass der Film, der einen ähnlichen Hype ausgelöst hat, Avengers Endgame war, der nach seiner Veröffentlichung von Live-Reaktionen auf die ikonische Portalszene geprägt war. Bei No Way Home klingt es so, als würde er diesem Beispiel folgen. Denn The Mary Sue schreibt, No Way Home versteht die Spider-Man-Fans wie kein anderer Spider-Man-Film vor ihm. In Bezug auf die vorherigen Filme gibt es natürlich auch Feinde, die in No Way Home ein Comeback feiern. Glücklicherweise ist es eine Gästeliste, mit der Regisseur John Watts anscheinend genau richtig umgegangen ist. The Verge versichert den Fans, jeder Bösewicht bekommt seinen strahlenden Moment, manche kürzer als andere, und langjährige Spider-Man-Fans werden begeistert sein, wenn sie sehen, wie Doc Ock sich seinen Weg durch ein Highway voller Autos bahnt, wie ein teuflisch grinsender grüner Kobold von Szene zu Szene gackert oder wie Jamie Foxx Electro keine blaue CGI-Kopie von Dr. Manhattan sein muss. Oh no! No! Ah! Allerdings hat dieses Lob auch seine Schattenseiten in einem Film, der sich nach einer nahezu perfekten Comicverfilmung anhört. Einer, der sich immer noch in einem Netz von Heldenproblemen verfangen hat. So spektakulär Spideys neuester Versuch auch zu sein scheint, No Way Home scheint nicht ohne ein paar kleinere Probleme zu sein. Nämlich die starke Dosis an Fanservice und die bekannten Probleme, die mit Comicverfilmung einhergehen. The Hollywood Reporter beschrieb den Film als Zitat, Katzenminze für Hardcore-Spidey-Fans, aber weniger lustig als seine Vorgänger. Der Film erhielt auch eine relativ positive Kritik von IGN, aber das populäre Magazin gab dem Spidey-Dreiteiler auch eine Abfuhr und schrieb, die spezifischen Auswirkungen bestimmter Entscheidungen, die unser freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft getroffen hat, werden zweifellos in späteren Filmen aufgeklärt werden. Aber im Moment sind sie ärgerlich. Eine Sache, um die meisten Kritiken einen großen Bogen machen, sind natürlich die Spoiler für einen Film, der größtenteils geheim gehalten wird. Mehrfache Spider-Man-Auftritte hin oder her, ein heiliges Lob gilt dem aktuellen Spider-Man und der Rolle, die er sich zu eigen gemacht hat. CBR sagte, der Film wird das Publikum daran erinnern, warum unser freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft immer noch einer der besten von Marvel ist. Und das liegt zu einem großen Teil an Tom Hollands Leistung als Peter Parker. Auch Vanity Fair lobte den Schauspieler, dessen Rückkehr in die Rolle nach diesem Ausflug ungewiss bleibt. Holland hat ein Vermächtnis aufgebaut, das lange am Spider-Man-Firmament verweilen wird. Es ist erstaunlich, dass der Film nach all der Vorfreude die Erwartungen zu erfüllen scheint. Wir werden endlich sehen, was es mit der ganzen Aufregung auf sich hat, wenn Spideys größtes und potenziell bestes Abenteuer am 17. Dezember in epischer Superheldenmanier auf die Leinwand kommt.
Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Bald kommen noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.